einem neuen Video von mir. Heute mal hier aus dem Autowagen. Und zwar befinde ich mich im Harz, im Ilsenburg. Und zwar bin ich heute auf einer Mission. Und zwar werde ich Bäume pflanzen. Ihr wisst ja, ich fahre leidenschaftlich Mountainbike. Ich liebe die Natur. Ich bin gerne in der Natur. Und für diejenigen, die schon mal im Harz waren, es ist ja einfach so, es sind leider ja, aufgrund der Naturgegebenheiten, aber natürlich auch aufgrund des Borkenkäfers sind hier sehr viele Bäume leider abgestorben. Genau, ich blende euch auch mal einige Szenen ein, wo man das sehr gut sehen kann. Und heute werde ich auf jeden Fall neue Bäume pflanzen. Ich freue mich schon. Wir sind, glaube ich, eine Gruppe von 15 Leuten. Alle weiteren Informationen darüber schreibe ich euch auch in die Infobox. Ich verlinke euch auch die Website. Also wenn ihr auch helfen wollt, dann legt los. Ab in die Sonne! Irgendwie muss es trotzdem funktionieren. Die Natur ist nun mal nicht irgendwo zu beeinflussen. Wir können auch nicht losgehen und können die Buchen, die wir jetzt gepflanzt haben, regelmäßig gießen. Das funktioniert auch nicht. Ja, wir haben uns eben schon alle unten beim Parkplatz getroffen, haben uns alle ein bisschen kennengelernt. Der Förster hat uns auch schon erzählt, dass wir gleich Bäume einpflanzen, die auch hier im Harz direkt gezüchtet werden, in einer Baumschule. Das heißt, die kommen auch direkt von hier und werden nicht extra irgendwie importiert oder so. Genau, und jetzt fahren wir zu unserer Station in einer Kolonne. Wir sind eventuell die Letzten, aber die Letzten werden die Ersten sein. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es gleich weitergeht. Ob wir gleich, wahrscheinlich werden wir gleich unser Werkzeug bekommen und dann geht's los. So, wir gehen jetzt direkt von dem Auto ins Revier. Joker ist natürlich auch am Start. Unser Helfer, vielleicht buddelt er nachher auch ein bisschen. Aber dieses flächige, großflächige Absterben, das hat also der Borkenkäfer nicht zu verantworten, obwohl er uns in den zurückliegenden Jahren eine Menge Schaden bereitet hat. Aber das ist hauptsächlich witterungsbedingt. Das ist die Trockenheit. Und da kann man auch nichts gegen machen. Also die Fichte hat im Prinzip einen ganz schweren Stand. Die kann es eben am schwersten ertragen. Fichte ist ein Flachwurzler. Die muss also praktisch oben unter dem Oberboden ihre Nahrung ziehen. Und da ist es am ehesten vorbei. Da fehlt das Feinwurzelwerk und dann fehlt die Stabilität und dann fallen die Bäume um. Selbst mitten im Bestand. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir so auch nicht kennen. Wie es wirklich sich entwickelt, kann kein Mensch sagen. Also wir können nicht sagen, wie es in der nächsten Generation in 80 oder 100 Jahren hier aussieht. Das kann kein Mensch sagen. Es gibt immer irgendwo Erkenntnisse, wo man sagt, jawohl, so könnte es funktionieren, so könnte es richtig sein. Aber in Wirklichkeit ist es, ich sage mal, eine Investition in die Zukunft. Aber was die Zukunft wirklich bringt, wir wissen es. So, dann nimmt man eine Pflanze, legt die rein und wackelt ein bisschen, dass die Wurzeln auch einigermaßen da unten sind. Und dann die Erde ordentlich rein. Und
ungefähr 50 Stück. Und ich nehme mir jetzt so einen kleinen Bäumchen. Die Löcher wurden schon gestern vorbereitet, die wurden schon vorgebohrt, damit man wirklich bis zum Mineralboden unten die Wurzel stecken kann und dass sie nicht nur oben auf der Oberfläche oder auf dem Moosboden ist. Und dann drückt man die Erde zusammen, macht mal ein bisschen mit dem Fuß und macht den Zwei-Finger-Check. Passt! Sechs Wochen war hier kein Regen. Wow. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Yes. Ja, die ersten 50 sind geschafft. Also ungefähr 50 sind ja immer an einem Strauch. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal ausziehen. Es ist nämlich ziemlich warm und werde mir den nächsten Strauch holen. Let's go. Die Bäume werden jetzt vorgefeuchtet, oder? Ja. Ist es nur Wasser oder auch ein bisschen Düngermittel? Nur Wasser. Ja, dann nehme ich mir doch gleich mal einen Sprung mit. Auf jeden Fall muss man jetzt aufpassen, wo man hintritt. Ich zeige euch das mal. Weil natürlich überall die kleinen Bäumchen stehen. Hallo Joker! Hallo Joker! Na, hilfst du uns beim Bäume pflanzen? Hilfst du uns beim Bäume pflanzen? Bist du unser Maskottchen? Hm? Geht's dir gut? Ja, ne? Oh. Genau, wir hatten nämlich vorher eine E-Mail geschrieben, ob wir Joker mitbringen dürfen. Das ist natürlich kein Problem. Also an alleine sind Hunde natürlich auch herzlich willkommen beim Bäume pflanzen. So, erstmal schauen, ist das Loch tief genug? Baum rein, Erde drumherum. Es ist echt gut, dass sie schon vorgebohrt sind. So, und jetzt mit dem Fuß, mit dem Hacken, richtig mit dem ganzen Gewicht festdrücken. Und zwei Finger, Test, passt. Übrigens habe ich jetzt schon fast 75 Bäume gepflanzt und insgesamt haben wir schon fast 1000 gepflanzt. Also es werden auch gerade neue geholt, weil die nicht damit gerechnet haben, dass wir so viel Power geben. Und das Geräusch im Hintergrund ist übrigens der Bohrer, weil auf der anderen Seite von dem Weg werden gerade neue Löcher gebohrt. Das heißt, wir gehen gleich rüber. Hier geht es nämlich gleich weiter. Also eben waren wir auf dieser Seite. Ja, und haben ungefähr fast 1000 Bäume jetzt schon gepflanzt. Und gleich geht es dann hier weiter. Genau. Übrigens, Leute, die Mountainbikers, ist ja nun mal so, es gibt so viele Vorurteile, dass wir nicht auf die Natur achten würden, dass wir die Natur ausnutzen, dass wir nicht an sie denken, sondern einfach nur die Trails runterfahren und die Natur uns egal wäre. Dies ist natürlich nicht so. Also ich möchte natürlich jetzt auch mit diesem Video ein Statement setzen. Wir Mountainbiker lieben die Natur und es ist natürlich unser unser Reich irgendwo. Huch, jetzt kommt hier gerade die neue Ladung. Ja, ich will einfach dazu sagen, wir lieben dann die Natur und wir wollen natürlich auch die Natur unterstützen, wo es nur geht. Und geht raus, pflanzt Bäume, es macht super viel Spaß. Die Leute sind super nett. Wie gesagt, ihr könnt eure Hunde mitbringen, ihr könnt eure Freunde mitbringen, ihr könnt hier einen richtig coolen Tag erleben. Ich hoffe, dass ich wenigstens einige Menschen von euch jetzt dazu motivieren kann. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen.
Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr es nun dort sehen. Oder ihr schaut bei mir bei Instagram vorbei. Und ansonsten seht ihr gleich noch einen Trailer vom nächsten Video.